heute zeigen wir euch mal die grundlegenden Unterschiede der frühen Uniform der deutschen Armee aus dem Ersten Weltkrieg, dem Auszug und quasi der Uniform, die dann bis zum Kriegsende getragen wurde. Ich würde dann bei mir einfach mal anfangen. Auf dem Kopf trage ich noch die Pickelhaube Modell 95 mit Überzug und Regimentsnummer. Zu dieser Regimentsnummer muss man sagen, dass die in den ersten Kriegsmonaten schon relativ schnell wieder verschwanden, weil sie offenkundig sehr auffällig sind. Wir haben sie aber mal dran gelassen, damit wir euch dann diese Regimentsnummer mit dem Überzug zu der Pickelhaube einfach noch mal zeigen können. Als Bekleidung trage ich hier schon den vereinfachten Feldrock Modell 15. Korrekterweise wäre für den Auszug bzw. für die Zeit 1914 im August der Feldrock nach Landsturmschnitt typisch gewesen. Den haben wir jetzt aber nicht da. Ich gebe euch einfach mal ganz kurz einen Auszug über die verschiedenen Feldröcke und Blusen, nur damit ihr dann chronologisch ein bisschen hinterherkommt. Bei der Neuuniformierung, also bei der Einführung der feldgrauen Farbe der Soldaten im Kaiserreich, wurde als erstes der Feldrock mit Klappkragen eingeführt, Modell 1907. Der war so aufgebaut, dass er noch separate Rockschöße besaß und hatte innen noch ein Zugband. Das hatte man dann später 1913 quasi umstrukturiert, um auch flächendeckend alle Körpertypen und Alterstypen dementsprechend einkleiden zu können. Da hat man sich dann an den Schnitten für die Soldaten der Landwehr bedient und hat dann quasi den Rock im Landsturmschnitt Modell 1913 eingeführt. Danach folgte dann aufgrund der hohen Verluste der ersten Kriegsmonate dann die erste Vereinfachung. Das war dann dieses Modell, sprich der vereinfachte Feldrock Modell 15. Da wurden dann diverse Schmuckelemente weggelassen an den Ärmeln. Es gab einfach umgeschlagene Aufschläge. Es wurden hinten am Gesäß sämtliche Zierknöpfe weggelassen. Also alles, was irgendwie die Produktion verzögern konnte, hat man da eingespart und dementsprechend so verarbeitet. Danach die nächste Evolutionsstufe dieser Uniform wäre dann die M15 Feldbluse gewesen. Zu der kommen wir aber später, da sage ich dann noch mal was dazu. Die wurde dann so auch bis Ende des Krieges getragen. Bei der Hose, da sind wir dann bei der schon sehr oft erwähnten steingrauen Hose. Diese steingraue Hose war am Anfang im selben Schnitt noch feldgrau, sprich zu der Felduniform, die 1907 eingeführt wurde, hatte man noch feldgraue Hosen getragen. Da es aber zu der Zeit halt eben noch kein Rahl gab, ergaben sich dann halt eben oft unterschiedliche Feldgrautöne, was zu einem sehr unschönen Gesamtbild führte, weshalb man dann im August sich dazu entschieden hat, für diesen Schnitt der Hose einen feldgrauen Wollstoff einzuführen. Und davon wurde dann das Muster 1915 vom preußischen Kriegsministerium vorgelegt. Und daher erhielt diese Hose dann später die Bezeichnung Feldrockhose Modell 15, wobei das eher ein Sammlerbegriff ist. Aber ihr wisst, zur Identifizierung wäre das die Feldhose Modell 15 in Steidgrau, die aber schon im August 1914 getragen wurde. An den Füßen der Marschstiefel 1866. Zu der Zeit noch in Loga, also ungefärbt ausgegeben. Die wurden direkt so aus dem Depot entnommen und dann quasi gepflegt und ungefärbt getragen. Die Patrontaschen oder beziehungsweise alles an Ledersachen wurde zu der Zeit noch in Loga getragen. Das wurde dann so Ende 1915 abgeschafft. Da gab es den sogenannten Schwarzfärbebefehl, der quasi beinhaltete, alle Lederteile schwarz zu färben. Das haben die Soldaten dann auch mehr oder weniger so durchgesetzt. Und die Idee dahinter war halt einfach, das Leder ließ sich nicht in seiner Naturfarbe erhalten. Das hatte sich verfärbt, waren Flecken drauf. Auch das ergab ein unschönes Bild und es hatte zusätzlich auch noch einen Tarneffekt, die Ledersachen dann einfach schwarz einzufärben. Ich trage hier noch ein Kastenschloss aus Messing mit einem silberfarbenen Medaillon. Dazu sieht man bei mir auch noch die Knöpfe, die in dem Fall noch aus Tombox sind und auch noch poliert wurden. Das Polieren hat man dann später auch aufgrund der Tarnung eingestellt, damit die quasi bei Sonneneinstrahlung nicht mehr so glänzen. Ich bin jetzt so eingekleidet, dass es quasi feldtauglich ist, sprich ohne Marschgepäck. Und da es zu der Zeit noch kein Koppeltragegestell gab, haben die Soldaten sich dann quasi mit dem Brotbeutelriemen beholfen und die Patronentaschen, die, wenn sie gefüllt sind, doch recht schwer sind, besser am Körper zu fixieren. Es trägt sich einfach angenehmer.
Des Weiteren trage ich am Leibriemen auf meiner linken Seite das Seitengewehr, den Feldspaten, beides noch in dafür zugehörigen Logan Ledertaschen. Auf meiner rechten Seite trage ich dann noch den frühen Brotbeutel in der braunen Färbung mit der dazugehörigen frühen Feldflasche. So, das wäre dann so rein exemplarisch. Dieses Setup, so wie ich es jetzt hier trage, könnte man sehr gut den Zeitraum 1915 bis Ende 1915, vielleicht auch grob in die Anfänge früher und früher 1916 abdecken. Nur, dass man halt eben darauf achten muss, dass man dann keine Nummer mehr auf dem Pickelhaubenbezug hat. Dann würde ich sagen, dann switchen wir einfach mal in einem richtig harten Schnitt auf das Kriegsende bzw. Vorkriegsende in die Zeit 1917, 1918. Und da sieht der Soldat auch schon ein bisschen anders aus. Wir fangen wieder oben an, und zwar mit der Kopfbedeckung. Das ist wieder unser allseits bekannter und sehr geliebter Stahlhelm Modell 16. Der unterscheidet sich zu dem 1918 eingeführten Stahlhelm Modell 18 darin, dass der hier noch die Nieten für den Knopf 91 hat. Bei dem Modell 18 Stahlhelm war das nicht mehr der Fall, da war der Kinnriemen nämlich am Innenfutter befestigt. Da machen wir aber irgendwann noch mal ein Video darüber, um euch das mal ein bisschen präziser zu zeigen. Weiter unten als Oberbekleidung hier die angesprochene Modell 15 Einheitsbluse oder beziehungsweise die korrekte Bezeichnung wäre auch nur Einheitsbluse. Die heißt so, da sie für alle Waffengattungen gleich war, gleich geschnitten und gleich designt war, außer für Jäger und Schützen. Die hatten einen anderen Grünton. Zu den Schulterklappen hier sei auch noch gesagt, dass das die Schulterklappen zum vereinfachten Feldrock 15 sind, so wie ich sie trage. Ich habe in meinem Fall hier noch die Schulterklappen alter Art drauf. Korrekter wäre die Einheitsschulterklappen Modell 15 für die Infanterie mit weißen Vorstößen, der Rest in Feldgrau mit roter Nummer. Das hat es aber vereinzelt gegeben, dass auch diese Schulterklappen noch angenäht wurde, habe ich auf Originalfotos gesehen. Und dann ist es auch richtig, streckenweise. Unten, der Soldat trägt immer noch die steingraue Hose, wie ich sie auch trage. Da gab es später vereinzelt Vereinfachungen und auch ganz am Kriegsende wurden auch wieder die feldgrauen Hosen aus dem Depot ausgegeben. Also wäre, wenn man eine späte Darstellung macht, sprich so wirklich die letzten 6 Monate des Ersten Weltkriegs, da ist man bei den Hosen relativ frei. Die Vereinfachung bei den steingrauen Hosen, da wurde dann zum Beispiel einfach bloß, oder auch bei den feldgrauen Hosen, bei beiden Modellen, wurde dann einfach nur diese rote Paspellierung weggelassen. Und sonst blieb die Hose vom Schnitt gleich. Schuhwerk trägt unser Soldat hier auch wieder den Marschstiefel 1866. Jetzt, wie man hier unschwer erkennen kann, schwarz gefärbt. Man hat auch diese Stiefel bis Kriegsende getragen, aber bei den Soldaten war natürlich die Schnürschuhtrageweise mit Wickelgamaschen deutlich beliebter. Dennoch kann man die Stiefel immer tragen. Weiter oben, hier sieht man dann jetzt auch wieder das Koppelschloss. Das Koppelschloss hier ist deutlich vereinfacht gefertigt. Es ist aus Stahl geprägt und nicht mehr zweiteilig mit Medaillon. Und der Leibriemen ist dementsprechend auch aufgrund des Schwarzfärbebefehls schwarz gefärbt, ebenso wie die Patronentaschen und alle restlichen Lederteile, die der Soldat hier an diesem Koppel bei sich trägt. Dann erkennt man hier auch noch, da es deutlich öfter zu Nahkämpfen kam, dass der Soldat hier auch schon den Kragen durchträgt, ebenso wie die M16 Stierhandgranate. Die M16 Stierhandgranate unterscheidet sich übrigens von ihrem Vorgänger, der M15 Stierhandgranate, darin, dass der Sprengtopf um einiges kleiner ist und unten der Brandzünder durch den Schraubverschluss gesichert war. Auch hier die Trageweise wieder mit Brotbeutelriemen, auch das hat man bis Ende des Krieges gemacht, sogar teilweise noch zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, da sieht man sowas auch. Da, wie gesagt, es gab kein Koppeltragegestell für die normalen Infanteristen. Es gab für Briteneinheiten ein Koppeltragegestell, das dann später auch für Sturmtruppenbataillone zur Verfügung gestellt wurde. Normale Soldaten hatten sowas in der Regel nicht. Auf der Rückseite des Soldaten sehen wir dann die übliche Transporttrageweise für die Gasmaskendose zu der Ledermaske 17. Die hatte nämlich unten
hier so ein Knopf, wo später bei den Modellen im Zweiten Weltkrieg ein Haken vorhanden war. Den hat man dann hinten einfach in den Schoßknopf geknöpft, damit die Gasmaske nicht hin und her wackelt und man einfach hinten auf den Rücken greifen kann, um die Gasmaske herauszuziehen. Viele Soldaten haben die sich aber dann auch einfach um die Brust geschnallt. Also sowohl die Dose oder halt auch einfach schon die Gasmaske, dass man sie quasi, sollte ein Gasangriff bevorstehen, gleich zur Hand hat. Des Weiteren erkennt man auch hier wieder, der Brotbeutel hat eine andere Färbung, jetzt in einem Grasgrün. Ebenso wurden an der Feldflasche Vereinfachungen vorgenommen. Diese waren dann auch meistens aus einem anderen Material, hatten dann keinen Schraubverschluss mehr, sondern einen Korken und eine relativ einfach gehaltene Lederbefestigung. Also es war dann wirklich nur noch ein Riemen, der am Hals festhält. Und auch die Bezüge wurden dann aus Ersatzstoff hergestellt. In dem Fall hier wäre das Manchester Cord. Zur Bewaffnung lässt sich noch sagen, das Gewehr 98 war den ganzen Krieg hinweg die Standardbewaffnung der Infanteristen. Das zählt sowohl für meine Darstellung als auch für die Darstellung, die Peter jetzt hier anhat. Und es gab halt eben dann eher für speziellere Truppenteile, also für Berittene, für Artillerie, für Sturmbataillone gab es dann später noch den Karabiner 98. So, das war mal ganz kurz unsere Gegenüberstellung der unterschiedlichen Uniformtypen, also es sind in dem Fall jetzt zwei Extreme, und zwar der Frühkrieg und der Spätkrieg, um euch einfach nochmal nach den anderen Videos, wo wir eher detaillierter in die Ausrüstung eintauchen, nochmal in der Gegenüberstellung deutlich besser zu sehen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, kommentiert noch drunter, falls ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt oder Verbesserungsvorschläge oder was ihr euch noch irgendwas Spezielles wünscht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.